Es macht Spaß, den Ball dahin zu legen, hinter meinen letzten Divot, den Ball zu schlagen und dann zu sehen, dass das Loch hier vorne immer noch das einzige Loch ist. Ich muss den Ball dann nicht mehr zurücklegen. Das heißt, ich habe den Ball und dann den Boden getroffen. Und ich denke, das ist das Ziel von vielen guten Golfern. Und natürlich ist das ein großer Vorteil, weil dann hat man mehr Konstanz, wenn man jedes Mal den Ball zuerst trifft. Ich denke, dass ich dir helfen kann, genau das hinzubekommen. Wichtig natürlich erstmal beim Setup, solltest du gucken, dass du die Hände leicht vorne hast, der Schaft ist ein bisschen schräg. Dein Körperschwerpunkt, also Brustmitte, ist eher über den Ball. Dann ist es auch entscheidend, dass du beim Ausholen guckst, dass du nicht zu sehr aus dem Schlag rauskommst, dass du in der Achse bleibst. Was ich immer hier versuche, ich verlage ganz leicht mein Gewicht nach rechts und dann, während ich den Rückschwung zu Ende mache, komme ich mit meinem Kopf über den Ball. Das ist schon eine kleine Garantie, dass ich bald zuerst treffen werde. Aber jetzt kommt der Punkt für heute. Eine Verlagerung von rechts nach links ist natürlich für den Schwung sehr entscheidend. Das ist der Zeitpunkt, wo die Arme gesenkt werden. Du kreierst dadurch viel mehr Power und deine Richtung profitiert auch davon. Aber man kann dabei was Falsches tun. Wenn man ausschließlich das Gewicht nach links verlagert, guck mal, was hier passiert. Mein linkes Bein ist voll gebeugt. Und wie soll ich jetzt meine Hüfte aus dem Weg bekommen? Ich bin blockiert und werde wahrscheinlich während des Schwunges mich aufrichten müssen. Nach hinten würde ich dann wahrscheinlich fallen. So ja, du musst das Gewicht verlagern, aber gleichzeitig musst du den Boden benutzen. Du musst einen Weg finden, die Beine zu strecken und dann kommst du in eine Lage, wo du die Arme strecken kannst im Treffmoment, statt anzuziehen. Und dann hast du sehr gute Chancen, Ball und dann den Boden viel später zu treffen. Dieses Hochkommen, dieses Strecken des linken Beines wird auch dafür sorgen, dass der Eintreffwinkel flache ist. Du wirst deine Divots machen, aber die werden nicht so tief sein. So, jetzt kommt der Trick, der Tipp, wie du den Boden einsetzen kannst. Und ich denke an meine linke Seite. Da denke ich verschiedene Dinge. Manchmal versuche ich, meine linke Hüfte nach oben zu ziehen. Das werde ich jetzt tun. Manchmal denke ich an meine gesamte linke Seite und meine Schulter, dass ich im Moment des Treffens das tue. Und das streckt dann auch mein Bein. Und weißt du, was super ist, wenn man das tut? Es ist dann nicht wirklich so entscheidend, wo genau man den Boden trifft. Ja, man trifft meistens den Ball und dann den Boden. Aber diese Strecken verursacht so einen schönen flachen Eintreffwinkel, leicht von oben nach unten, dass es kaum möglich ist, den Ball fett zu treffen. Dadurch komme ich weg vom Boden. Und dieses Strecken in den Arm und in den Bein kreiert so viel Power. Du musst aber dabei aufpassen. Den Boden benutzen bedeutet nicht das tun. Wenn du deine linke Seite streckst, muss der Kopf vorne bleiben. Der Oberkörperwinkel nach vorne bleibt. Der Po bleibt rausgesteckt. Eine Übung dafür ist dieses. Halt deinen Schläger mit der linken Hand genau vor dem linken Fuß. Ich spiele übrigens die ganze Zeit jetzt mit dem Eisen 6. Hole aus, verlage das Gewicht und jetzt strecke die linke Seite und schwinge deinen Arm durch. Da du die Hand hier vorne hast, wirst du gebückt bleiben und nicht hochkommen.
Okay, so ich denke, das ist wirklich jetzt eine Aufgabe für dich auf der Range. Statt so viel verlagen zu denken und blockiert zu sein, strecke die linke Seite, ohne hochzukommen. Nur das ist ein Weg, Power zu generieren und Weite zu schlagen. Wenn du ein anderes Video über das Weiteschlagen sehen möchtest, dann schau mal dieses Video an. Ich glaube, das wird dir gefallen. Tschüss und bis nächste Woche.